Es war ein Schock für alle Berlin-Tag- und Nacht-Fans, als bekannt wurde, Leon-Darsteller Sandy Faese verlässt die Serie und das nicht auf eigenen Wunsch. Während in den letzten Stunden reichlich darüber spekuliert wurde, ob der Liebling vieler Zuschauer gekündigt wurde, gab er nun selbst ein Statement auf Instagram ab und verriet, warum er sich erst jetzt zu den Gerüchten zu Wort meldet. Ich selber wollte ja vorgestern schon was dazu sagen, hab's dann nicht getan. Einfach aus Pietätsgründen über gegen Ingo. Die Rede ist natürlich von dem erst kürzlich verunglückten Ingo Kantorek, der bei Köln 50667 am Mittwoch seine letzte Folge hatte. Zudem strahlte RTL 2 eine Sondersendung aus. Doch als nun auch in der Presse seine Kündigung bei Berlin Tag und Nacht die Runde machte, musste sich Sandy Faese einfach bei seinen Fans melden. Und so erklärte der Leon-Darsteller zu seinem Aus: Ich kann dazu zu diesem Moment einfach nur sagen, ja, ich habe eine Kündigung gehalten, aber leider ohne Grund. Ich weiß bis heute nicht genau, warum ich gekündigt worden bin. Mit Leon, meine ich, ist also sozusagen jetzt erstmal das Ende angesetzt bei Filmpool. Doch erstmal heißt ja nicht für immer. Können die BTN-Fans also auf ein Comeback hoffen? Sandy Faese ist sich unsicher. Ob das jetzt auch das absolute Ende ist, das weiß ich noch nicht, weil es nächste Woche halt gerichtlich mal ausgesprochen wird, beziehungsweise mir endlich mal dargelegt wird, warum. Und dann wird sich alles weitere klären. Ich kann einfach nur sagen, dass ich mega viel Spaß hatte bei Berlin Tag und Nacht. Wir sind gespannt, wie es mit BTN-Star Sandy Faese weitergeht und drücken die Daumen.